Kunsthandwerk. Wer da sofort an filigrane Schmuckarbeiten oder auch Keramik denkt, der liegt zumindest im folgenden Fall falsch. Denn wir stellen Handwerk vor, das Kunst im wahrsten Sinne des Wortes erst ermöglicht. Der Ton macht die Musik. Das gilt nicht nur für den zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch vor allem da, wo der Ton nun mal hingehört, nämlich in die Musik. Zu sehen und zu hören bei der Eröffnung der Ausstellung Meistergitarren in der Galerie Handwerk in Koblenz. Daniel Larousse, Gitarrenvirtuose aus Frankreich, eröffnete damit die Ausstellung, die im Rahmen des International Guitar Festivals 2010 stattfindet. Der Preisträger des Wettbewerbs 2009 verzauberte die Zuhörer mit Klängen aus 5 Jahrhunderten Musikgeschichte. Musik und Handwerk passen gut zusammen, wie Kammerpräsident Werner Wittlich erklärt. Ja, hier wird ja ein sogenanntes Koblenz Guitar Festival veranstaltet. Der Veranstalter hat uns gefragt, ob das hier bei uns im Hause durchgeführt werden könnte. Wir haben spontan Ja gesagt. Wir hatten ja auch vor wenigen Wochen die beiden russischen Top-Pianistinnen hier. Und die Verbindung Kultur und Handwerk, denke ich, macht sich gut, trägt auch zu einem positiven Image für die Kammer bei. Hier geht es jetzt in erster Linie auch um einen Wettbewerb. Hier werden meisterliche Gitarren ausgestellt. Es sind bedeutende Aussteller oder die bedeutendsten Aussteller und Hersteller aus Deutschland hier. Die stellen ihre super Werke aus und dann gibt es einen internationalen Wettbewerb, an dem sich, glaube ich, 240 Gitarristen beteiligen. Und das, denke ich, sollte man unterstützen. In seinen Grußworten drückte der Präsident seine Freude über diese gelungene Symbiose aus Kunst und Handwerk aus. Kunsthandwerk also einmal anders betrachtet. Unter den Musik- und Kulturinteressierten an diesem Abend auch der frisch gebackene und gerade ins Amt eingeführte Koblenzer Oberbürgermeister Professor Hoffmann Göttig. Er eröffnete die Ausstellung, bei der Zupfinstrumentenmacher aus ganz Deutschland ihr Können zeigen. Einer der Aussteller ist Jörg Tandler. Im beschaulichen Gondershausen im Hunsrück hat er die Ruhe gefunden, meisterliche Gitarren mit und ohne Strom zu bauen. Seine Gitarren liefert er in die ganze Welt aus. Jedes Stück ein Unikat. Auch das Ausstellungsstück in der Galerie Handwerk. Das Ausstellungsstück, das war mein Meisterstück von 1996, eine Konzertgitarre. Kann ich immer noch. Wird aber selten verlangt. Ja, seit Beginn meiner Selbstständigkeit 1995 hat sich so langsam herauskristallisiert, dass die Leute von mir Elektrogitarren haben möchten. Also anfangs hatte ich noch viele Konzertgitarren gebaut, auch im Auftrag für andere Meister. Aber mittlerweile sind es wirklich fast nur noch elektrische Gitarren. Das ist so mein Spezialgebiet. Und dieses Spezialgebiet wird weitgehend in Handarbeit betrieben. So wie hier, wo Jörg Tandler den Hals seiner E-Gitarre in Form schnitzt. Geschick und der Blick für das Detail sind dem Meister aus dem Hunsrück wichtig. Schließlich spielen die Qualität von Hals und den übrigen Bestandteilen eine große Rolle beim Klang eines Instrumentes. Viel Feinarbeit also, die jedoch in ihrer filigranen Ausrichtung nur noch hier getoppt wird. In Ransbach-Baumbach geht es zum Oboendoktor. Marc Schäferdick ist ebenfalls ein Kunsthandwerker der etwas anderen Art. Er bringt Oboen aller Art in Topform. Wie hier beim Aufpolstern der sogenannten Klappen ist Fingergeschick und vor allem Geduld gefragt. Von General- und Teilüberholung bis hin zur Restauration von alten Instrumenten hat er sein Leben der Oboe verschrieben. Auch hier macht natürlich der Ton die Musik. Ist doch die Intonation, also der harmonische Klang eines Instrumentes, elementar wichtig. Er wird der Oboendoktor genannt. Und was macht der? Ja, also ich repariere und intoniere Oboen, Instrumente, also das heißt Oboen, Oboe d'amore, Englisch Hörner, für unterschiedliche Leute, Laien, Profis, Amateure. Also wenn jemand ein Problem mit der Oboe hat, kommt er zu mir, ich gucke mir das Instrument an. Im besten Falle muss man ein paar Schrauben einstellen. Es kann aber auch sein, dass man Polster wechseln muss, dass man Federn wechseln muss oder dass man das Instrument komplett überholen muss. Das heißt, alle Federn neu, alle Polster neu machen muss. Also quasi eine generale Überholung. Und so sehen die Schätze dann nach der Überholung aus. Filigrane Meisterwerke, die im Orchester im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angeben. Bringt die Oboe doch den Grundton, also den Ton, nach dem sich alle Instrumente stimmen, ein.
Kunsthandwerk, das also Kunst im wahrsten Sinne des Wortes erst ermöglicht und von musikalischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe und Leidenschaft betrieben wird. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Mai in der Galerie Handwerk für Besucher geöffnet. Informationen dazu gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.